Moin, ich bin's wieder, euer Helgo. Herzlich willkommen in Quilo. Und heute geht es um das Thema Zelten. Das war im Osten neben Nacktbaden die schönste Beschäftigung, die es gab. Wir fangen heute an mit dem kleinsten Anhänger, den es damals gab, den Rhön. Von dem Rhön wurden 1000 Stück gebaut. Er wurde von 88 bis 90 gebaut. Und er hat eine Zuladung von maximal 200 Kilo gehabt, bis wenn er zusammengepackt war. Für Hier haben wir den Clubfix, auch Campyfix genannt. Es gab ihn in vier verschiedenen Ausführungen. Das hier zum Beispiel ist der letzte, der ZTE7, auch Chemtourist genannt. Hierzu gibt es noch ein schönes großes Vorzelt. Das haben wir jetzt aber abgelassen, sonst würdet ihr nicht sehen, wie schön das hier drin ist. Und hier ist wirklich Platz für eine ganze Familie. Und wenn man da zusammenklappt, ist das auch wunderbar und schnell zu transportieren. Hier haben wir das Modell Pension Sachsenruh. Sachsenruh, also Pension Sachsenruh, wiegt 64 Kilo, kann 250 Kilo zuladen und ließ sich auf jedem Ostfahrzeug einfach oben aufmontieren. Ganz wichtig war immer, wenn man dann angehalten hat, dass man unten den Wagenheber drunter stellt, weil sonst wackelt das Fahrzeug und man hat hier drinnen keine wirkliche Ruhe. Sachsenruh hat unglaubliche 2000 Ostmark gekostet. Das war wirklich zu damaligen Zeiten sehr, sehr viel Geld. Kommen wir jetzt zu dem beliebtesten Wohnwagenanhänger, den es seinerzeit gab, den Quek. Quek Junior mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 400 Kilo war für den Trabi geeignet. Der Quek Aero mit seinem zulässigen Gesamtgewicht von 500 Kilo war für den Wartburg gerade noch so geeignet. Erstaunlicherweise waren die Wartezeiten für einen Wohnwagenanhänger genauso lang wie ein Fahrzeug zu DDR-Zeiten, also um die 15 Jahre. Nach der Wende gab es dann ja, die ersten Verrückten, die dann Fahrzeuge umgebaut haben zu einem Anhänger. Hier haben wir den Würdig 301, im Volksmund Dübner Ei genannt oder Kuschelkugel. Das kleine Kärtchen hat zu DDR-Zeiten 5000 Ostmark gekostet, wurde von 55 bis 90 gebaut, wiegt zwischen 270 und 300 Kilo leer und hatte eine maximale Zuladung von 130 Kilo, was nun wirklich nicht gerade viel ist. IC 440 war für Ostfahrzeuge einfach zu schwer. Weder Trabi, Wartburg konnten den ziehen. Der wiegt, wenn er voll beladen ist, eine Tonne und war nur für den, also in erster Linie für den Export bestimmt. Die meisten gingen, wen wundert's, nach Holland. Und er hatte 9000 D-Mark gekostet. Wenn man ihn im Osten erwerben wollte, war der lächerliche Preis von 42.705 Ostmark zu bezahlen. Es gibt auch eine kleinere Version von dem, der IC 355, der kostete allerdings stolze 15.000 Ostmark. Der Caravan Barkas B1000 ist ein sehr, sehr seltenes Stück. Unseres Wissens nach wurden nur 8 Stück davon gebaut in den 70ern. Wir wissen, dass es einen weiteren noch in Bitterfeld gibt. Wo die anderen 6 sind, wissen wir nicht. Dieser ist in Ungarn gefunden worden. Der Trabi Bucky Club hatte die Gelegenheit, diesen Wagen dann zu erwerben. Und dann wurde er hergebracht und steht jetzt hier zur Ausstellung, damit man sich dieses seltene Stück dann auch mal anschauen kann. Die Folge Camping in unserer Reihe, das große Knattern. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Hier sind Sie. Hallo. Grüße.